Mein Name ist Gabi Fastner, ich bin staatlich geprüfte Sport- und Gymnastiklehrerin. Und wenn ich nicht unterrichte, dann bin ich auch unterwegs als Referentin auf Kongressen, bin als Dozentin in München für angehende Gymnastiklehrer und Lehrerinnen unterwegs und liebe einfach das Unterrichten. Und jetzt schwingen Sie Ihre beiden Arme. Ein Arm nach vorne und einer zurück. In diesem Training kombinieren wir unser Training für den Körper mit dem Training für unser Gehirn. Das Training dieser Kombination Gehirn und Körper ist sehr, sehr wichtig, weil wir uns damit natürlich auf viele Alltagsaufgaben vorbereiten. Nochmal. Wenn Sie möchten, bleiben Sie genauso. Wenn wir zum Beispiel unseren rechten Arm und unser linkes Bein bewegen, dann müssen beide Gehirnhälften wirklich optimal zusammenarbeiten. Nur dann funktioniert diese Bewegung. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das trainieren. Ellbogen zum Knie ist die Nummer. Zwei, genau. Wir bewegen uns in diesem Programm auch mal im Raum herum, um Ihre Orientierungsfähigkeit zu verbessern. Ich gehe einen Kreis und in die andere Richtung. Gleichgewichtsübungen, also Übungen für die Balance, zum Beispiel der Einbeinstand oder Stehen auf den Fußspitzen, trainieren unsere innere Balance. Also wir stärken natürlich auch unsere tiefe Muskulatur, den tiefen Bauchmuskel, die tiefen Rückenmuskeln. Aber sie bringt uns auch sehr viel Energie und Wachheit. Also sie werden richtig wach und können dann natürlich viel konzentrierter arbeiten. Nochmal Daumen zur Decke. Und wenn wir jetzt Sachen oder Dinge machen, die wir neu lernen müssen, dann können wir unseren Gehirnhälften lernen, noch besser zusammenzuarbeiten. Und dann werden wir reaktionsschneller, können besser auf Situationen reagieren, die vielleicht auch nicht bekannt sind. Wir werden stressresistenter und es geht uns einfach besser. Sehr gut. Wir verbinden bei diesem Training das Training unseres Körpers, das heißt Mobilisation, Kräftigung, Ausdauertraining, also das Trainieren unseres Herz-Kreislauf-Systems, bis zu Stabilität, Balance und das Training unserer Koordination. Dazu nehmen wir dann immer Impulse, die unser Gehirn auch mitfordern. Und los geht's. Ups, schon schwieriger, oder? Dieses Training sollten Sie sogar bis ins hohe Alter ausführen, denn es ist nie zu spät, diese Verlinkungen von Nervenzelle zu Nervenzelle zu verbessern, auszuweiten und diese Verlinkungen zu vermehren. Je mehr Sie das trainieren, umso fitter, umso jünger, umso vitaler bleiben Sie auch im Alter. Noch einmal, Holzhacken. Jawohl. Wenn Sie etwas Neues tun, so wie bei diesem Training, dann wird es wahrscheinlich auch einmal so sein, dass irgendwas nicht so klappt, wie Sie möchten. Wenn etwas nicht klappt, dann ist es genau das, was ich möchte. Also versuchen Sie es einfach, bewegen Sie sich auf alle Fälle weiter und schauen Sie mal, vielleicht funktioniert es irgendwann. Andere Seite. Ist nicht einfach. Versuchen Sie es. Optimal wäre es, wenn Sie täglich so circa 15 Minuten lang sich bewegen würden, trainieren würden. Wenn Sie es einmal nicht schaffen, dann nicht ärgern, sondern machen Sie einfach am nächsten Tag mit Ihrem Training weiter. Fühlen Sie sich entspannt? Für dieses Training brauchen Sie eigentlich gar nichts außer sich und etwas Platz um sich herum, um sich zu bewegen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß dabei.